Wohn jetzt hier. Gib Blumen zurück. Mein Schwein. Ein Maniac. Ein Maniac. I'm a Maniac. Eine dunkle Gasse. Sehr dunkel hier drin. Ja. Damit seid gegrüßt, meine lieben Freunde der ornithologischen Rotbarschminan-Untersuchung. Und seid willkommen zum zweiten Part von Mine Kraft Story Mode. Weiter geht's. Okay, new plan. You stay here, just in case this is the spot he meant. And I'll look around. Okay, wir sollen hier warten. Ich will auch mit. Ich will nicht hier warten. Ich will mitspielen. Live in the Woods. Ich hörte was, was mir gefällt. Verstehe nicht viel, aber Live in the Woods, das habe ich verstanden. Und wer da? Ein Unbekannter. Hey, ich heiße Jesse. Jesse, what's it to you? I'm supposed to meet with Petra, not whatever you're supposed to be. Ah, mit Petra ist er befreundet. Schön, schön. Petras Freund ist mein Freund. Kommen wir ins Gespräch. Ich gehöre zu Petra, ja, genau. She'll be here, but we can get started without her. Do you have the skull? Der Skull? Nee, den habe ich nicht. Nee, das hat im Moment. Was für ein Schädel. Ivor. Not a moment too soon. Ivor, so heißt der Liebe. Und jetzt wird Petra das klären. Das Gewünschte. Das Gewünschte. Genau. Ich mag auch keine Überraschungen, Elva. My friend is fine, right, Jesse? There's no problem here. Let's not be too hasty, okay? Ja, schon, jetzt ist das ein bisschen. Ja, bringen wir es hinter uns. Das ist schon ein bisschen ungeheuer, aber wir bringen es einfach hinter uns. Wir machen das. Den Ruderschädel. Oh Mann, der hat doch was vor. Diamanten gegen einen Widderschädel, wenn das mal kein schlechter Tausch war. This isn't a diamond. No, it's lapis. Er hat uns betrogen, verdammt! Damit darf er nicht durchkommen. Verfolgt ihn. Der Betrüger. Genau so. Schädel oder Diamant. Scheiß Betrüger hier. Verdammt, er ist getoomt. Ist entkommen. Bin verloren. Nein. Los, suchen wir ihn. Statt nach ihm durchkramen. Ausverkauft. Vortrag von Gabriel ist ausverkauft. Ah, okay. Dann nicht mehr so gut. Ich wollte doch einen Vortrag hören hier. Ja, so finden wir ihn nie, wenn wir uns den Vortrag von Gabriel anhören. In der Tat. Ein Marktstand. Könnte da Ivo sich umhängen? Masken. Cool. Darf ich ihn haben? Ach, keine Verkleidungslaune. Jesse hat gerade keine Verkleidungslaune. Den Bock sich zu. Was? Gabriel, wo ist Gabriel? Ich sehe keinen Gabriel. Naja, irre Fans. Mit Lucas reden, ja, machen wir das. Der hat bestimmt was gesehen, der hat bestimmt uns was zu sagen. Na komm, Lucas, du hast doch bestimmt ein paar Informationen.
Ich komme ruhig schon raus mit den Informationen. Was geht? I'm sorry you guys didn't win this year. It might have turned out pretty cool. Wir hätten euch geschlagen, aber mit Sicherheit. What we actually both know is that my team had the stronger design. Ja, euer Team ist das Beste. Euer Team ist das Spitzenteam hier. Ihr seid die Gewinner. Ja, ja, ja. Hast du Eivor gesehen? Das ist das Wichtigste jetzt hier. Don't mess with Petra? Aber wir freuen uns mit ihr. Müssen wir uns nicht mit ihr messen. Super cool, ja. Cool, super cool. See you later, Alligator. So. Was macht der liebe DJ in am DJ-Stand? Die Mucke geht hier wohl richtig ab. Naja, nicht so richtig. Exo, können wir mit dem reden? Exo, was mit dir, hast du was gesehen? Exo, oder fährst du nur Hühner an, im Kreis laufen? Aha, interessant. Er hat seine Beschäftigung gefunden. Er hat sich ablenken lassen. Ja, das haben wir gesehen. Von Hühnern. Ein paar Hühner im Stall haben ihn abgelenkt. Auf mit dem Mist. Wir müssen Wichtigeres machen. Wir müssen Eivor finden. Er braucht eine Hilfe. Ja. Ruben, ja, den müssen wir auch noch suchen. Jetzt müssen wir Eivor und Ruben finden. Zwei Leute, die wir hier verloren haben. Also ein Schwein und ein Leutz. Die Hühner, die scheiß Hühner interessieren ihn. Jesse hat was gesehen, oder was? Okay. Dann würden wir mal da lang gehen. Viele verrückte Leute hier in der City. Oh, wer ist denn das? Unser Gegner. Unser Gegnerteam. Nicht jetzt, Aiden. Ich habe was Besseres zu tun. Ich rede nachher mit dir. Ich muss Ruben finden und Ivor. Ich habe viel zu tun jetzt hier. Ich kann mich nicht mit dir rumschlagen. Kommen wir uns später auf dem Marktplatz treffen zu einem 1-1-Duell. Können wir uns schießen bis in den Tod? Ja. Mal schauen, was es hier so gibt. Nein, das ist nicht Eivor. Der sah nur so aus. Die sah nur so aus. Sorry. Ach, verdammt. Das klingt nach Ruben. Nein! Was passiert denn da? Ein Metzger? Das ist doch ein Metzger. Was hat der denn vor hier? Ruben! Will der jetzt Ruben schlachten? Nein! Nichts da! Das ist mein Schwein. Nicht mein Schwein schlachten. Ich bin der Einzige, der mein Schwein schlachtet. Und dann bin ich das. Und mein Schwein soll noch ein bisschen leben. Er ist nicht zum Essen gedacht. Mein Freund. Mein Ruben. Die backen. Okay, ja. Schweine backen. Also ich stehe ja so auf so ein schönes Rückensteak, aber mit dem Schwert drohen jetzt hier. Gib Ruben zurück. Mein Schwein. I'm a maniac. Ruben ist zurück. Das ist doch schön. Jetzt müssen wir nur noch Eivor finden. Toll.
So, dann war doch wen? Olivia, kannst doch bestimmt helfen, oder? Olivia, bist du da? Kann ich mit dir sprechen? Olivia, hilf uns. Long story short, we met up with this guy. He cheated me and Petra on a deal, and now we're trying to track him down. You in? Oh, I'm in, all right. Any sign of him? Irgendeine Spur? Nee, noch nicht. Und wir hatten noch nichts. Oh, da ist er. Cool. In die Halle, ihm nach. Türsteher. Oh, Türsteher. Nur die Nervensägen hier. Türsteher. Tickets, nach Tickets fragst du uns. Aus dem Weg hier. Wir müssen da lang. Tickets hier, hier geht es ums Überleben der Welt wahrscheinlich. Glaube ich zumindest. Ein Hühnchen? Hat er Angst vor Hühnchen oder was? Ja, da habe ich schon so eine Idee, was da so oben über unseren Köpfen ist. Wir müssen ihn ablenken, ja. Und ich weiß schon, wie wir das machen. Der hat Angst vor Hühnern. Was ist denn das für ein Türsteher? Wie können wir das erreichen? Wie machen wir das am besten? Ja, verwenden wir doch mal den Hebel hier. Sieht aus wie ein Hebel. Ach, den Zaun haben wir jetzt benutzt. Ich will den Hebel benutzen. Gibt's einen typischen Hebel, an den wir nicht rankommen, oder was? Ah, nee, nicht den Zaun benutzen jetzt hier. Schleim-Demo. Okay. Slimes. Die können wir auch bestimmt benutzen, irgendwo für. Hochspringen und an das Glas ankommen. Können wir doch bestimmt das Schleim wegklauen. Ach so, die verkauft uns doch bestimmt jetzt ein bisschen Schleim. Auch aus vielen Schleimbällen lässt sich doch bestimmt ein Schleimloch kriegen, oder? Sag ich doch, nein, Schleimblöcke. Gib mir Schleim, ich baue mir was. Ja, Schleimbälle, macht Schleim, Klotz. Wir haben 8? Okay. Ein 9. muss her. Ein 9. Schleimball finden. Liegt hier irgendwann Schleimball rum oder was? Wieso haben wir eigentlich nur 8 gekauft? Hatten sie keinen 9. oder was ist denn hier los? Da komme ich nicht durch, die versperren den Weg. So, Schleimblock, vielleicht kann ich da irgendwie einen Schleim. Nee, kann ich nicht. Verdammt. Kannst du mir noch was verkaufen? Kannst du mir noch einen 9. verkaufen? Ich gebe dir auch Geld für. Bitte gib mir einen 9. 9. Schleim-Dingens. Drum, du bist doch Dieb, oder? Nur noch eine Sache, ich bräuchte noch einen. Einen einzigen kleinen Schleimball. Ach, es gibt Regeln für die Verteilung von Schleimbällen oder was? Als ob. Komm bitte. Schleimbälle. Können wir dem Typen hier nicht seinen Schleimdingens klauen, seinen Schleimhüpfkühldings? Wir wollen es ja nicht klauen, wir wollen es ja gleich wieder zurückgeben. Wir leihen es uns nur, um halt hier oben ranzukommen. Um meine Hühner zu befreien, danach jetzt sofort wieder weiter. Gibst uns doch bestimmt deinen Schleimball. Hey, Lucas, can you do me a favor? Einen Gefallen kannst du uns tun. I need slime balls. I swear I have a really good explanation.
Whatever you guys are doing, count me in. Thanks, Lucas. Oh, schenkt es uns sogar bereitwillig. Müssen wir ihm nicht abnehmen. Müssen wir nicht erst klauen. Let's craft, Schleim, Dingens. Eins. Zwei. Nummer drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Warte. Acht. Na, ich wollte es eigentlich anders legen. Aber neun. Jetzt haben wir einen Schleimblock. Zada. Genau. Ein Schleimblock. Boah, so eklig finde ich Schleim eigentlich gar nicht. Jetzt geht's an Zupfen. So, hüpfe die Hüpf, hüpf. Jetzt wird's boink gemacht hier. Boink. Und Attacke. Drauf hüpf. Trau dich, Jesse. Jesse. Oh, verdammt. Scheint's verkackt zu haben. Au, das sah schmerzhaft aus. Aber es hat sein Ziel erreicht. Hat irgendwie geklappt. Das hätte eleganter aussehen können, aber naja. Kann nicht alles schaffen. Rein da. Guter Türsteher. Boah, da sind wir drin. Im Palast. Im Palast drinnen. Die Tür. Die geheime Tür. Das war doch bestimmt durch die Eivor. Gute Frage. Was auch immer nötig ist, wir tun das, was wir tun müssen. Ja, auf geht's. Tu, was nötig ist, damit das Abenteuer gelingt. Ruben, ja. Er oben drauf auch noch. Nice. In der Bibliothek. Knurr. Ein Magen knurrt. Wir klauen noch nichts. Wir leihen nur. Wir leihen uns das nur aus. Wir geben es später wieder zurück. Wir sollten uns wirklich beeilen. Ja, er könnte gleich zurückkommen. Sinnvoll. Es ist immer Zeit. Ja, sag dies. Ein bisschen in der Bibliothek herumstöbern hier im Bücherregal. Brauen. Braukunst wird hier gelehrt. Aha. Und wird hier noch was anderes gelehrt irgendwo im Rest der Bibliothek? Guck mal, Petra, die hat doch bestimmt irgendwas gefunden. Oh, ja, Hallöchen. Oh, ein Schwert. Nice. Können wir das mitnehmen? Ach ja, auch ein weiches Schwert ist gut. Hauptsache irgendein Schwert. Ja, damit habe ich Rubens Leben gerettet beim Metzger. Vor dem Metzger. Super flashy. Och Mensch, ich habe noch schon ein Steinschwert und die hat so ein extra ultimatives Schwert. Oh, was backt denn da? Der Guts wird verbackt gewesen. Hat was verbackt gewesen, genau. Er will alles mitgehen lassen, genau. Das glaube ich ihm. So, trinke. Raffinierter Trank. Wie raffiniert? Wie raffiniert ist dieser Trank? Schauen wir es uns an, oder was? Lass die Finger weg, das könnte gefährlich sein. Keine mysteriösen Tränke anfassen. Das könnte wirklich gefährlich werden. Das auch. Das würde doch bemerken.
Aber sowas von. Ein Hebel. Ich zieh einen Hebel gerne. Zieh den Hebel. Oh, ein geheimer Pfad. Hinter einem Bücherregal. Wenn das mal nicht das Podest für einen Ritterschädel ist. Ich hab das schon mal gesehen. Bin zwar kein Minecraft-Spieler, aber hab das bei anderen gesehen. Das ist meine Maschine. Lass die Finger weg. Ja, das könnte gefährlich werden. Lass die Finger weg. Neugierigkeit bringt dich nicht weiter. Ganz vorsichtig hier. Nichts Blödes tun. Gut und schlechte Nachrichten. Ja, weil man auch drei braucht dafür. Ein Sammler, ja, vielleicht ist er ja auch ein Sammler. Vielleicht braucht er ja drei für sein Projekt. Ja. Ein Rezept für einen Wither. Ein übles Monster ist das. Und ich habe so einen finsteren, bösen Verdacht, der sich wahrscheinlich gleich bestätigen wird. Dann geht's um einen Widder. Och nein, Ruben, was hast du denn jetzt gemacht? Verstecken! Los, schnell! War ich jetzt zu langsam oder was? Oder war das jetzt das falsche Versteck? Nein. Ich hätte mich bestimmt an mehreren Orten verstecken können. Oh oh. Was macht er da? Kacke. Sieht schlecht aus. Der hat doch irgendwas vor. Nein! Eine Flasche fallen lassen. Sie fliegt auf. Petra! Laser. Hallo, Evo. Evo. Ich bin hier. Überrumpeln wir ihn, oder was? Doch, wir sind dir wohl gefolgt. I follow you. Doch, ungefähr. Wir haben den Wither gesehen. Du wirst den Wither nicht erwecken. Du hast doch was vor. Wir haben unseren eigenen Türsteher auf unserer Seite. Der Ixo. Oh oh. Wir müssen das Ding beschützen. Nein! Er macht doch gerade was. Nein! Verdammt, wer hätte denn das beschützen müssen? Oh oh, ein Golem. Ein Golem ist kein Widder. Immerhin. Oh, Backer. Hua, ausweichen. Super. Meister der Quick Damn Events. Raus hier, schnell raus. Von der Bilder. Golem, nicht der Bilder. Der Held ist da. Oh wei. Wenn der Held auftritt, dann wird doch irgendwas passieren. Das kann ich doch. Der ist doch da drin und kann den Widder schaffen. Der zeigt genug, um den Widder zu erschaffen. Verdammt. Sieht nicht gut aus. Lukas! Haben wir den zurückgelassen? Oh man. Er ist noch unten. Bei Eivor. Oh Mist.
We have to act fast. It just so happens. Schnell handeln. Oh, Kacke. Ich und schnell handeln. This is the smartest way to help Lucas. Wir müssen Lukas retten, aber wir müssen auch. Na gut, ab zu Lucas, wir können ihn nicht im Stich lassen. Are you sure, Jesse? Ja, muss ja. Der Rest holt Gabriel. Auf geht's. Ben war die Party, genau. Ich rette Lucas. Vorsichtig sind wir. Reiner. Und auf geht's. Ja, wir werden das schaffen. Na. Wir holen uns Lucas zurück. Wir retten ihn auch noch. Hui, der Golem ist noch nicht. Der ist noch da. Der ist noch nicht besiegt. Oh wei. Lucas, wo bist du? Kannst du uns hören? Ah, da ist er. Hier drüben, komm zu uns. Sieht so aus, als müsste man diesen Part hier an dieser Stelle beenden. Hier wird wieder unterbrochen. Weiter geht's im nächsten Part. Glaube ich noch, um es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid. Man sieht sich. Gehabt euch wohl, haut drinne. Bald geht's weiter. Ciao, ciao.